Ein herzliches Willkommen und ja, wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Leonard Wolf von Franke und Bornberg und ich habe das Vergnügen, Sie hier heute beim Webinar zu begrüßen von MeinMVP und Ihnen heute zu zeigen, wie man mit der Schnittstelle zwischen Franke und Bornberg und MeinMVP in der Lebensversicherung, insbesondere im Biometriebereich, aber auch in der Altersvorsorge, ja, voll digitales Geschäft machen kann, bis hin zu einer Dunkelpolicierung. Ich bin Key Accounter bei Franke und Bornberg. Ich habe das Vergnügen, zahlreiche Vertriebsgesellschaften, Pools, Maklervertriebe etc. bei ihrem Weg auf FB-Expert zu begleiten und bei der Nutzung von FB-Expert zu begleiten. War selber 8, 9 Jahre lang als Versicherungsvermittler tätig, habe diese Programme benutzt und hoffe, Ihnen das heute möglichst praxisnah zeigen zu können. Was erwartet Sie im heutigen Webinar? Wir werden eine gute Stunde miteinander verbringen und werden in dieser Zeit einmal den kompletten Prozess durchgehen. Das heißt, wir werden uns anschauen, wie kommt man aus MeinMVP in Franke und Bornberg rein, in FB-Expert rein, das sozusagen entscheidende Programm dazu. Welche Daten werden da eigentlich übertragen? Was muss ich tun? Und dann werden wir den ganzen Prozess einmal durchgehen. Wir werden also Tarife berechnen, wir werden Angebote miteinander vergleichen und wir werden dann auch einen richtigen sozusagen Abschluss durchführen, voll digital. So, legen wir direkt los. In MeinMVP selber kennen Sie sich als Nutzer sehr viel besser aus. Deswegen will ich hier gar nicht so viel Zeit verbringen. Ich rufe mir mal einen Kunden auf. Und habe hier meinen Max Mechatroniker. Und wenn wir den suchen, finden wir ihn. Hier ist er. So. Und da sind wir im Kunden. Was Sie dann hier oben rechts machen können, ist, Sie haben hier oben diesen kleinen Taschenrechner. Dort können Sie die Tarifierung starten. Wenn Sie hier draufklicken, dann haben Sie die Möglichkeit, zu Franke und Bornberg und zu anderen sozusagen Vergleichssoftwareherstellern zu wechseln und haben dann hier die Möglichkeit, verschiedene Sparten auszuwählen für Franke und Bornberg. Diese Sparten wurden jüngst erweitert. Wir haben den Altersvorsorgebereich, den KV-Bereich und auch den Biometriebereich erweitert. Es gibt hier also neue Produktbereiche, die Sie nutzen können. Wenn Sie MeinMVP und Franke und Bornberg in Kombination in der Vergangenheit schon genutzt haben, dann haben Sie jetzt hier wieder die Möglichkeit, sozusagen Neues zu entdecken. Wir wollen heute ja einen relativ komplexen Prozess uns anschauen, nämlich wir machen das heute mal am Beispiel der Berufsunfähigkeit. Wir können aber auch gerne noch mal in die Altersvorsorge als Beispiel reingehen. Und ja, nehmen die Berufsunfähigkeit bewusst, weil sie eben so komplex ist, weil wir da eine Risikoprüfung machen müssen. Deswegen starten wir damit. Hier muss ich doch noch mal den Kunden auswählen. Mechatroniker, da sehen Sie, dass Sie sich besser auskennen als ich und starten mit der Tarifierung. Wenn Sie das tun, landen Sie auf dieser Seite. Herzlich willkommen in FB-Expert. Ja, so sieht FB-Expert beim Einstieg immer aus. Und es spielt auch keine Rolle, ob Sie mit der Berufsunfähigkeitsversicherung einsteigen, mit der Risikoleben, mit einer Altersvorsorge oder mit der Hausratversicherung oder so. Der Einstieg ist immer gleich. Sie landen immer auf der Kundenseite. Auf dieser Seite sehen Sie, welche Daten wurden aus MeinMVP übergeben. Und Sie sehen auch, und das werden Sie auch im Verlauf feststellen, Datenpflege in MeinMVP lohnt sich, denn die Schnittstelle zwischen beiden Programmen ist recht gut ausgebaut. Das heißt, so gut wie alle Daten die relevant sind, können aus MeinMVP übergeben werden, sodass Sie jetzt hier nicht neue Kundendaten irgendwie erfassen müssen. Das geht bis hin zu Bankverbindungen, irgendwelche Ausweisdaten oder so. Was Sie alles in MeinMVP speichern können, wird übergeben. Das macht es Ihnen natürlich deutlich leichter. Sie sehen hier oben, was Sie jetzt sozusagen prozessual vom Ablauf erwartet. Wir sind hier auf der Kundenseite. Als nächstes kommen gleich die Vertragsdaten. Da machen wir also die Berechnungsvorgabe. Was wollen wir für Tarife berechnen? Welche Ausprägung? Dann kommt die Ergebnisliste. Dann können wir die Tarife miteinander vergleichen und dann können wir den Abschluss machen. Hier kommt der Hinweis, dass das Bild sehr unscharf ist. Ich hoffe, das liegt an Ihrer Internetverbindung und nicht an meiner. Ja, ich kriege hier Meldungen, Bild und Ton ist ansonsten gut. Also vielleicht müssten Sie doch mal an Ihrer Leitung schrauben. Genau, Kundendatenseite. Was wichtig ist, Sie können auch nichts vergessen. Wir haben jetzt hier einen Kunden, der ist schon sehr ausführlich sozusagen. Sie sehen hier die grundsätzlichen Kundendaten. Es gibt hier oben über den kleinen Stift noch die Möglichkeit, die Kundendaten zu bearbeiten und zu ergänzen. Und wenn Sie da draufklicken, sehen Sie, dass es hier auch schon weitere Daten gibt. Zum Beispiel ist hier der Berufsstatus und der Tätigkeitsstatus sowie das Bruttogehalt und das Nettogehalt mit übergeben worden. Sie können nichts vergessen. Wenn wir jetzt auf Weiter klicken, dann werden Sie automatisch
aufgefordert, etwaige fehlende Daten noch zu ergänzen. Grundsätzlich ist es so, dass Sie im Prinzip immer auf Weiterklicken können und wenn irgendwas fehlt oder irgendwas nicht stimmt, weist Sie das System drauf hin. Ja, in dem Fall also Größe und Gewicht, sagen wir mal 85 Kilo, machen wir es mal nicht zu kompliziert hier. Jetzt wollen wir noch einen Bildungsabschluss wissen. Der gute Mann hat vielleicht Fachabitur, dann brauchen wir eine Ausbildung. Als Mechatroniker hat er eine abgeschlossene Ausbildung und die hat er im industriellen Bereich gemacht. Personalverantwortung 0, körperliche Tätigkeit natürlich ganz wichtig, als Mechatroniker vielleicht 85%. Einfach als Beispiel, Reisetätigkeit brauchen wir nicht. Sie sehen, diese ganzen Daten sind eben Pflichtdaten für den Bereich Berufsunfähigkeit. Wir drücken hier unten auf Speichern und dann merkt sich das Programm diese Daten. Es gibt auch noch andere Daten, die Sie, wenn Sie FB-Expert mit einem Kunden das erste Mal aufrufen, ergänzen müssen. Auf eins will ich kurz eingehen, das ist hier die Berufezuordnung. Wenn Sie da draufklicken, auch da werden Sie automatisch reingeführt, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Hier müssen Sie einmal den Beruf, den Sie dem Kunden gegeben haben, also Mechatroniker in dem Fall, den müssen Sie einmal den Gesellschaften zuordnen. Das passiert automatisch, soweit das möglich ist. Also das, was Sie jetzt hier sehen, Sie sehen ja hier, die Gesellschaften bezeichnen den Mechatroniker unterschiedlich, das kennen Sie auch. Und beim Mechatroniker und bei ganz vielen anderen standardisierten Berufen passiert das automatisch. Und die Treffsicherheit sozusagen ist enorm hoch. Es gibt aber natürlich Berufe, die sind so ein bisschen wischiwaschi von der Bezeichnung her. Und da müssen Sie dann durchaus mal Hand anlegen und den Beruf bei einzelnen Gesellschaften manuell anpassen. Also so Dinge wie Lehrer, Projektmanager, Referenten und solche Berufsbezeichnungen, da haben Sie, das kann ja logischerweise alles und nichts bedeuten, ja, oder Vertriebler, Verkäufer, Außendienstmitarbeitender und solche Geschichten, das kann alles und nichts bedeuten. Und dann kann es sein, dass die Bezeichnung, die hier automatisch zugeordnet wird, nicht so richtig passt. Dann klicken Sie einfach hier drauf und dann öffnet sich für die jeweilige Gesellschaft eine Liste mit Alternativberufen, die auch passen könnten. Und dann können Sie einen anderen auswählen. Ja, wenn das jetzt also als Beispiel der Kfz-Mechatroniker der richtigere wäre, dann können Sie einfach draufklicken und dann ist das entsprechend geändert. Ja. Wenn mehrere Gesellschaften nicht passen, weil Sie so einen Referenten haben und bei 5 Gesellschaften ist keine Zuordnung möglich, dann können Sie auch einfach hier links die betroffenen Gesellschaften anwählen, können dann hier oben nochmal einen Alternativbegriff eingeben, mit dem Sie nochmal suchen wollen. Manchmal hilft das ja, sich so ein bisschen iterativ mit verschiedenen Bezeichnungen auszuprobieren. Und ich mache es jetzt mal ganz plakativ und nehme einen völlig falschen, einen völlig anderen Beruf, nur um zu zeigen, wie die Funktion ist. Wenn Sie die angewählten Gesellschaften dann nochmal durchsuchen mit einem anderen Begriff, dann wird es für die neu zugeordnet und der Rest bleibt aber logischerweise erhalten, sodass Sie da nichts kaputt machen können. Das ist natürlich lästig, aber da kommt man nicht dran vorbei und das ist so intuitiv und einfach gehalten, wie es irgendwie geht. Deswegen, genau, Mechatroniker, wollen wir es einmal wieder richtig fassen. Genau. So, am Ende einmal speichern, dann merkt er sich auch das. Und dann steht hier unten 34 von 34 Berufe zugeordnet. Alles gut. Wir können jetzt weiter. Und jetzt sehen wir in den Vertragsdaten. In den Vertragsdaten machen wir die Berechnungsvorgabe für die, jetzt in diesem Fall, BU-Tarife. Und ja, hier machen Sie halt Tarifberechnungsvorgaben. An sich nichts Wildes. Zum Beispiel 2000 Euro BU-Rente. Sie können dann hier alles Mögliche einstellen. Ja, zum Beispiel wollen Sie auch Risikoleben mit Butz oder nur SBUs haben. Nehmen jetzt mal die Risikoleben raus, die Tarife. Die Überschussverwendung, Mix heißt, alles wird berechnet. Wenn Sie nur die Beitragsverrechnung wollen, dann könnte man zum Beispiel das anwählen. Sie können hier die Dynamik, garantierte Rentensteigerung, Karenzzeiten anwählen, solche Geschichten. Und Sie haben hier die Möglichkeit, Zusatztarife bzw. Zusatzbausteine auch anzuzeigen. Da will ich kurz drauf eingehen. Standardmäßig werden die nicht angezeigt. Wenn wir die auch anzeigen, dann sehen Sie hier bestimmte Bausteine, von denen Sie auch im Geometriebereich sicherlich gehört haben. Wichtig ist, das sind Tarifierungsbausteine, tarifierungsrelevante Bausteine, also solche, die Geld kosten. Das sind nicht allgemeine Qualitätsvorgaben an das Produkt. Also so etwas wie Verzicht auf 163 VVG können Sie hierüber nicht filtern. Das können wir eine Seite weiter tun. Hier geht es wirklich nur um prämienrelevante Inhalte. Also zum Beispiel Kapitalleistung bei erster Rente, bei Leistungseinstellung, SKV-Klausel, AU-Klausel, Pflegethemen, sowas. Und Sie haben immer die Möglichkeit zu sagen, Sie wollen einen Baustein auch anzeigen. Dann werden sowohl Tarife mit dem Baustein als auch ohne den Baustein angezeigt.
Das heißt, sie bekommen potenziell sehr viele. Ja, weil dann werden letztlich alle möglichen Bausteinkombinationen angezeigt und dann können Sie wahrscheinlich 5000 Tarife gleichzeitig berechnen. Ist nicht so richtig sinnvoll. Ich empfehle hier schon, das so eng zu machen, wie Sie es am Ende auch haben wollen und wirklich nur das vorzugeben und sozusagen nicht die große weite Welt aufzumachen, weil das ist selten sinnvoll. Logischerweise können Sie nicht Anzeigen auswählen, dann werden Tarife mit diesem Baustein unterdrückt. Ja, also gibt es einen Tarif, der das kann, mit Baustein und ohne, dann wird er nur ohne Baustein berechnet und die andere Variante sehen Sie gar nicht erst. Und dann gibt es natürlich die Variante nur Anzeigen und dann ist klar, wird nur der Tarif mit diesem Baustein angezeigt und der Tarif ohne den Baustein wird eben nicht angezeigt. Ich möchte die Liste möglichst kurz halten, deswegen setze ich das hier auf Nicht-Anzeigen. Sie haben hier unten dann die Einsteigertarife. In den Einsteigertarifen können Sie hier die Beitragsstufen vorgeben und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, Branchentarife anzuzeigen, auch anzuzeigen oder nur anzuzeigen. Dahinter verbirgt sich also die Metallrente, Klinikrente, IGBCE. Bei Mechatronika vielleicht sogar möglich. Klicken wir auf Übernehmen. Und jetzt sehen Sie live die Berechnung von, mal gucken, dürften so 100, 150 Tarife sein. Ah, 120 Tarife. So, das ist eine Live-Berechnung. Das gilt als relativ zügig. Da haben Sie sicherlich bessere Vergleichswerte sozusagen als ich, weil ich das natürlich nur in dem Tempo kenne. Diese Tarife sind alle live berechnet, alle live mit Originalprämien von den Gesellschaften abgenommenen Originalprämien. Keine Prämienabweichungen im Tarifrechner im Vergleich zur Polisierung. Ja, das ist ganz wichtig. Diese Tarifliste, die können Sie sich jetzt selber so ein bisschen gestalten, zum Beispiel, welche Werte Sie hier sehen, wie die sortiert sein soll, wie die angeordnet sein soll und solche Sachen. Sie haben natürlich hier links ganz klar Gesellschaft und Logo stehen. Sie haben dann hier das Rating stehen. Wir haben dann hier die Profilerfüllung stehen. Das ist ein etwas detaillierterer, feinerer Bewertungsmaßstab. Da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Und dann hier natürlich so Sachen wie Bruttobeitrag, Nettobeitrag, Prämie und so weiter. Sie können sich hier oben über diesen Ansichtenknopf das Ganze gestalten. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Struktur und Ordnung. Deswegen nehme ich diesen einen Wert raus. Sie haben hier immer diese kleinen Augen und dann können Sie die Werte ein- und ausblenden. Ja. Und ich finde zum Beispiel das hübscher, dann sieht das ein bisschen strukturierter aus, können sich die Ansicht speichern, dann bleibt es auch so, wenn Sie sich das nächste Mal einloggen. Und dann haben Sie eben die Möglichkeit, nach unterschiedlichen Merkmalen zu sortieren. Hier ist jetzt aktuell sortiert, in erster Linie nach Profilerfüllung absteigend, das sehen Sie hier oben, das ist auf absteigend eingestellt, das ist also dieser Wert. Sprich, Qualität ist das erste Sortiermerkmal und dann ist in zweiter Instanz nach Zahlbeitrag, sprich nach diesem Wert hier, aufsteigend sortiert. Und das können Sie sich auch anpassen, wie Sie lustig sind, beziehungsweise wie Sie es gerne handhaben wollen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, der Zahlbeitrag ist Schall und Rauch, dann können Sie den einfach zweimal anklicken, dann ist er weg und dann gehen Sie hier vielleicht zum Bruttobeitrag und sortieren nach Bruttobeitrag aufsteigend. Ja, auch das geht natürlich. Sie können hier einfach immer dreimal draufklicken. Es wird dann auch sortiert aufsteigend, absteigend oder nicht. Genau. So, und dann haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, hier noch weitere Filter einzuwählen, ob Sie nur digitales Geschäft wollen oder auch andere Gesellschaften sehen wollen. Das können Sie sich darüber einstellen. Jetzt kommen wir so ein bisschen in den Verkaufs- und Abschlussprozess rein. Die Prämien, die wir hier sehen, habe ich ja gerade gesagt, die sind sozusagen final, in Anführungsstrichen, die sind von den Gesellschaften abgenommen, die sind korrekt. Aber ja, natürlich unter der Prämisse, dass das Risiko makellos ist. Und das kennen wir alle. Wir haben dem Kunden den Bedarf an einer Arbeitskraftabsicherung verkauft. Er hat verstanden, ich brauche zum Beispiel eine BU. Und Sie haben Tarife berechnet und jetzt haben Sie dem Kunden gesagt, okay, eine BU kostet dich irgendwas zwischen vielleicht hier 120 und ja, 200 Euro oder sowas im Monat. Und dann treffen Sie eine Auswahl von Produkten, vergleichen die vielleicht, stimmen mit dem Kunden ein Produkt ab, gehen dann in den Antrag, nehmen die Antragsdaten auf, gehen in die Gesundheitsfragen rein, sprechen die mit dem Kunden durch und dann sagt der Kunde an der falschen Stelle, ja. Ja, ich habe Rücken, ja, ich habe Knie, ich habe Psyche, was auch immer. Ne? Und dann wissen Sie in dem Moment, ja, hurra,
Das wird kein schneller Abschluss, sondern das geht mindestens in nochmal eine Schleife. Wir machen eine Risikoprüfung. Ich kriege nach 1, 2, 3 Wochen eine Antwort von der Gesellschaft. Da steht irgendwas drin, entweder ein Prämienzuschlag oder eine Klausel oder eine Ablehnung oder was auch immer. Und dann wissen Sie, wir gehen nochmal zum Kunden nach Tagen oder Wochen und müssen dem Kunden dann sagen, alles gut, kostet 20% mehr, aber macht ja nichts. Und dann ist es ja so, also eben nicht so, dass der Kunde Hurra sagt und das einfach abschließt, sondern es ist ja nicht ungewöhnlich, dass der Kunde sagt, jetzt kostet es 30, 40, 50 Euro mehr. Warum soll ich das nochmal machen? Warum war nochmal die BU wichtig? Das ist jetzt aber schon viel Geld. Das will ich mir nochmal überlegen. Das sind ganz normale Situationen im Verkauf. Wenn Sie mit einer Klausel wiederkommen, dann ist auch eine normale Reaktion des Kunden, dass er sagt, ja toll, ja, ich wollte die BU, weil ich habe es im Rücken. Und jetzt ist der Rücken nicht versichert, ist der ausgeschlossen. Brauche ich dann überhaupt noch eine BU? Ist das überhaupt noch sinnvoll? Und dann kommt die Sinnfrage wieder auf den Tisch und dann sind Sie im Verkauf wieder bei Square One angekommen. Und das, ja, das ist halt einfach super lästig. Mit FBXpert in meinem MVP haben Sie dieses Problem nicht. Denn für LV-Biometrie können Sie jetzt hier an dieser Stelle eine voll digitale Risikoprüfung durchführen mit Versdiagnose. Und zwar eine Risikoprüfung, bei der Sie sofort am Point of Sale, also noch im Beratungsgespräch, wenn Sie wollen, im ersten Beratungsgespräch, eine verbindliche Annahmeentscheidung dieser Gesellschaften bekommen, die Sie hier sehen. Ja, und zwar fast alle, also alle, die hier so ein grünes Icon haben. Und das ist so in den Prozess integriert, und das gucken wir uns auch gleich an, dass das quasi nahtlos geht und dass Sie nicht diesen Versatz haben zwischen, ich verkaufe dem Kunden eine BU und komme dann 2 Wochen später wieder mit einer schlechten Nachricht. Sondern hier ist es eben für Sie möglich, dass Sie dem Kunden sagen, also du brauchst eine BU und die kostet irgendwas zwischen 100 und 200 Euro. Wir gucken mal, was die genau kostet. Und dazu gehen wir jetzt in die Risikoprüfung. Sie haben hier oben diesen Knopf, Risikoprüfung. Da können Sie draufklicken und dann können Sie eine neue Risikoprüfung öffnen. Was jetzt passiert ist, der gesamte Kundendatensatz wird anonymisiert. Ja, der Name verschwindet, es bleiben nur noch die für die Risikoprüfung relevanten Informationen stehen. Die sehen Sie hier. Sie haben jetzt nochmal die Möglichkeit zu korrigieren. Sie hätten jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, bestehende BU-Verträge hinzuzufügen für die Risikoprüfung. Und dann, wenn das soweit passt, drücken Sie unten auf Risikoprüfung starten. Der Bildschirm lädt einmal neu und herzlich willkommen in Versdiagnose. Versdiagnose haben Sie hoffentlich alle schon mal gehört wenigstens und viele von Ihnen haben sicherlich damit auch schon mal gearbeitet. Für alle, die das nicht kennen, es ist eben die Online-Risikoprüfungsplattform für das Biometrie-Lebengeschäft in Deutschland mit Abstand, also es ist auch die einzige Plattform, aber deswegen auch mit Abstand führend sozusagen. Sie können hier eben für 27 oder 28 Versicherungsmarken sofort ein verbindliches Votum, eine verbindliche Annahmeentscheidung bekommen. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir haben hier oben ganz kurz noch den Hinweis auf Paragraph 19 VVG. Das können Sie dem Kunden kurz zuschicken. Einfach hier kurz seine Mailadresse eintragen, Ihre eigene vielleicht noch dazu, damit Sie es dokumentiert haben. Und dann hat der Kunde den Hinweis auch nochmal im Postfach zur Dokumentation. Dann sehen Sie hier, es wurden schon alle Daten übergeben. Wir müssen gar nichts mehr ergänzen. Wir müssen hier also nicht anfangen, groß rumzutippen in irgendwelchen Masken, sondern das ist alles schon da. Auch die Berechnungsvorgabe auf der nächsten Seite wurde schon übergeben. Auch hier müssen wir nichts mehr tun. Und das ist auch anders, als wenn Sie vielleicht Versdiagnose kennen und das sozusagen Standalone schon benutzen. Dadurch, dass das hier integriert ist, müssen Sie halt die Daten nicht alle nochmal eintickern, sondern Sie haben das da drin. Ja, sehr viel einfacher. Und jetzt starten wir in die klassischen Risikofragen. Was jetzt hier folgt, ist ein ganz normaler, großer Risikofragebogen, so wie Sie das aus Ihrem BU-Geschäft oder auch Risikoleben für größere Geschäfte oder so kennen. Der ganz normale Fragenkatalog. Das Besondere ist, wir haben die Fragen einheitlich für alle Gesellschaften. Ja? Und die Logik ist relativ simpel. Sie haben hier die Frage und können dann Ja oder Nein anklicken. Wenn Sie Nein anklicken, passiert nichts. Wenn Sie Ja anklicken, dann dürfen Sie eine Eingabe machen. Wir haben hier die Frage nach riskanten Hobbys. Und jetzt können wir zum Beispiel hier Tauchen eintippen. Und ja, genau. Sie sehen, je nachdem, was man eintippt, kommen unterschiedliche Vorschläge. Also Tauchen, Tauchen, nur Schnorcheln, gibt es verschiedene Sachen. Wenn wir jetzt nur Schnorcheln auswählen, dann ist die Eingabe schon beendet und wir können eine weitere Freizeitbeschäftigung eingeben. Freiwillige Feuerwehr, Polizei, whatever. Polizei.
Fußball wollte ich sagen. Nicht, Polizei ist, glaube ich, kein Hobby. Wenn wir das anders eingeben und sagen tauchen, tauchen, dann kommt eine Folgefrage. Tauchen Sie mit Atemgerät? Nein. Betreiben Sie Apnoe-Tauchen? Nein. Schnorcheln Sie nur? Jo. Was will ich damit zeigen? Sie lesen ja eine Frage vor und der Kunde antwortet spontan, assoziativ. Und je nachdem, wie der so verdrahtet ist und wie schnell Sie vorlesen und klicken und so weiter, kommen dann natürlich unterschiedliche Ergebnisse bei raus. Das System schafft es aber trotzdem, Sie durch die Frageführung zum richtigen Ergebnis zu bringen. Hier kommt gerade die Frage, ob das auch für Risikoleben geht. Ja, FAERS-Diagnose funktioniert zeitgleich für BU, EU, Risikoleben und Grundfähigkeiten. All diese vier Produktbereiche können Sie gleichzeitig damit abprüfen. Die Folgefragen, die Sie hier sehen, die bauen sich dynamisch auf. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal Ja anklicken, dann verändert sich die Frage nach den Apnoe-Tauchgängen, die ist etwas erweitert. Machen wir vielleicht nicht. Dann kommt eine neue Frage, die hatten wir gerade noch gar nicht. Haben Sie einen Tauchschein? Ja. Dann haben wir jetzt auch ein neues Antwortformat, nämlich eine Freitexteingabe in Metern. Und noch eine Frage, Nachttauchen. Dann haben wir hier sozusagen Multiple Choice. Ja, klicken wir mal Nein an und dann sind wir durch. So ist grundsätzlich die Systematik. Ja. Ich werde das jetzt nicht unendlich vertiefen. Wir bieten separate Webinare an zum Thema FAERS-Diagnose, in der Regel immer freitags. Wenn Sie auf faersdiagnose.info gehen oder faersdiagnose.de, ist egal, haben Sie ganz unten im Footer der Seite den Hinweis zu den Schulungen und da können Sie sich einfach für Webinare anmelden und können das Thema vertiefen. Da machen wir eine ganze Stunde lang nur FAERS-Diagnose, gehen auf alle möglichen Fälle ein, was man damit sonst noch so treiben kann und da können wir das vertiefen. Jetzt würde ich hier einmal durchgehen, einfach, dass Sie es mal gesehen haben. Wir haben dann hier oben die Frage nach den sozusagen schweren Risiken, Alkohol, Drogen, Suizid, HIV, schwere psychische Erkrankungen. Und dann kommt hier der klassische Durchmarsch einmal quer durch den Körper über die letzten 5 Jahre. Also Wirbelsäule, Knie, Herzkreislauf, Gehirn, Organe, Atemwege und so weiter. Damit es ein bisschen bunt wird, gebe ich ihm jetzt nochmal hier was. Machen wir mal einen Hexenschuss oder so. Sie sehen auch, Sie können auch zum Beispiel alte Schreibweise verwenden oder sowas. Ne? Das funktioniert auch. Sie können ICD-10-Code eingeben. Sie können einen Fachbegriff eingeben, linkskonvexe Skoliose oder so. Sie können auch einfach Rückgratverkrümmung oder Wirbelsäulenkrümmung eingeben. Das ist ja das Gleiche, funktioniert entsprechend. So, waren Sie beim Orthopäden? Jawohl. Was hat er gemacht? Der hat die Diagnose bestätigt. Sind Sie heute geheilt? Ja. Wann war das? Keine Ahnung, vor 3, 4 Jahren. Auch sowas, ne? Wenn Sie sich vor Augen führen, Detailfragebögen von Gesellschaften. Der Hauptfragebogen ist ja immer einfach ja, nein. Und dann werden Sie ja gebeten, detailliertere Angaben zu machen, wenn Sie irgendwas bejahen und haben dann häufig einen Detailfragebogen, Wirbelsäule oder so. Und da finden Sie ja dann nicht Fragen, wann waren Sie das letzte Mal beim Arzt und dann haben Sie solche Jahresabstände wie hier, sondern Sie werden gefragt, wann waren Sie das letzte Mal beim Arzt? Wann war die letzte Behandlung? Wann war die letzte Operation? Was auch immer. Und dann müssen Sie ja spezifische Daten angeben. Und das ist natürlich ein Riesenfehlerpotenzial für vorvertragliche Anzeigepflichtverletzungen. Und das wissen wir alle, das ist eines der größten Probleme in den Leistungsfällen. Hier eben deutlich vereinfacht. Natürlich kann man sich immer noch vertun, aber hier wird nach Jahreszeiträumen gefragt. Ja, und da ist natürlich deutlich unwahrscheinlicher, dass sich der Kunde da vertut. Sind Beschwerden mehr als einmal aufgetreten? Nein. Waren Sie krankgeschrieben? Von mir aus so. So, einfach einen Hexenschuss, damit das Ergebnis bunt wird. Den Rest setze ich jetzt mal gemütlich auf Nein. Wir lesen jetzt logischerweise nicht alle Fragen vor, das kennen Sie inhaltlich. Genau. So, und dann haben wir hier noch die Frage nach den stationären Aufenthalten in den letzten 10 Jahren, angeratene Behandlung, GDB, WDB und solche Geschichten, Hausarzt, AU-Zeiten, weiter. Jetzt haben wir nochmal eine Zusammenfassung. Jetzt bekommen wir nochmal alle Risikoangaben, die wir gemacht haben, vor Augen geführt, können wir alle nochmal kontrollieren. Hier haben wir jetzt schon das Ergebnis der finanziellen Angemessenheitsprüfung. Also passt hier das, was wir verlangt haben, die monatliche Rente, passt das zum Einkommen und zu etwaiger bestehender Vorsorge und zu, eben natürlich zu den Annahmerichtlinien der Gesellschaften. Bei 2.000 Euro haben wir hier nirgendwo ein Thema, überall grüne Haken.
Das heißt, keine Beschränkung. Wenn jetzt eine Gesellschaft sagen würde, das ist uns zu viel, dann hätten sie eben keinen grünen Haken, sondern dann haben sie da so ein rotes Kreuz und dann steht da eben drunter statt 2.000 Euro nur 1.750 oder sowas. Das ist, sehen Sie sofort, das können Sie nicht übersehen. Ja? Und dann haben wir hier nochmal alle Fragen mit den getätigten Antworten und haben jetzt nochmal letztmalig die Chance, das zu verändern. Also Sie können bis hierhin hier unten noch auf zurückklicken. Sie können das auch schließen, dann wird der Vorgang gespeichert. Sie können den später wieder aufrufen und zum Beispiel das Gespräch fortsetzen. Und wenn wir jetzt auch weitergehen, dann gilt's. Deswegen haben wir da unten auch diesen fetten roten Balken. Achtung, das ist sozusagen das Äquivalent zur Abgabe der Vertragserklärung. Die Gesundheitsprüfung, die wir dann jetzt hier machen, ist verbindlich für den Versicherer und deswegen natürlich auch, was die Angaben des Kunden angeht. Das ist also keine unverbindliche Risikovoranfrage, sondern eben es gilt. Ja? Und das machen wir jetzt. Wir gehen auch weiter. And this is where the magic happens. Boom. Das, was Sie hier vor sich haben, ist für all diese Gesellschaften, die Sie hier sehen, eine verbindliche Entscheidung. Eine verbindliche Annahmeentscheidung für dieses Risiko. Und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, was es hier gibt. Also es gibt ja nur eine gewisse Anzahl an Möglichkeiten. Entweder wir haben eine Normalannahme oder wir haben eine Ablehnung. Es gibt Zurückstellungen, es gibt Prämienzuschläge, es gibt Ausschlussklauseln und es gibt die Ich-weiß-nicht-Variante. Also der Versicherer braucht irgendwie weitere Informationen. Und hier haben wir jetzt fast alles dabei. Also grüner Haken heißt Normalannahme, wenig überraschend. Und Sie haben dann immer die Möglichkeit, hier auf das Votum drauf zu klicken. Und dann bekommen Sie eben für die eingegebenen Risiken den Hinweis, ja, Normalannahme in dem Fall. Hier bei der Allianz zum Beispiel haben wir eine Ausschlussklausel. Und wenn wir jetzt draufklicken, dann sehen wir, Tauchen gibt eine Normalannahme. Der Hexenschuss gibt aber eine AU-Klausel. Nicht eine AU-Klausel, eine Ausschlussklausel. Und das hier ist die Klausel. Das ist der Klauseltext, der Vertragsbestandteil wird. Sie haben also nicht nur die Info, da gibt es eine Klausel, sondern Sie haben auch direkt die Klausel und können die im Zweifel lesen und bewerten. Es gibt ja Diagnosen, da bekommen Sie von allen Gesellschaften eine Ausschlussklausel angeboten. Und dann ist ja die Frage, welche hat jetzt vielleicht die beste Formulierung, die günstigste Formulierung. Die haben Sie dann alle hier im Zugriff. Wir gehen mal hier kurz in die alte Leipziger rein. Sie sehen auch eine Klausel, aber eine deutlich kürzere, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Ist dann dem Einzelfall überlassen. Auf die Art hier auch bei der Basler eine Klausel haben Sie eben sofort die Transparenz. Wir haben auch Prämienzuschläge, hier unten zum Beispiel HDI, Prämienzuschlag 25%. Und genau, auch das ist natürlich hilfreich, da wissen Sie nur, es wird teurer. Was haben wir noch? Wir haben hier zusätzliche Unterlagen, das heißt die Conti war offensichtlich nicht in der Lage, aufgrund des Hexenschusses schon sich zu entscheiden. Und deswegen wollen die dann doch nochmal weitere Unterlagen. Die können Sie hier runterladen, dann laden Sie den ganz normalen Gesellschaftsfragebogen runter und können den auch hinterher hier wieder hochladen. Ich gucke mal, genau, hier haben wir die Hannoversche, die will eine manuelle Risikoprüfung. Das heißt, die braucht allgemein noch weitere Informationen. Der Punkt ist, jetzt aus Sicht des Beratungs- und Verkaufsprozesses, Sie wissen jetzt, bei welchen Gesellschaften kommen Sie eigentlich glatt durch die Tür, ohne irgendwie über Klauseln oder so reden zu müssen. Mit wem können Sie jetzt möglichst einfach weitermachen? Und vorausgesetzt, Sie haben eine Anbindung zu den Gesellschaften und ich weiß nicht, vielleicht ist die alte Leipziger sonst Ihr Lieblings-BU-Versicherer, ja? Wenn ich das wäre, dann würde ich mit denen jetzt hier gar nicht weitermachen. Weil warum soll ich jetzt mir den Hassel geben und mich mit der Ausschlussklausel der alten Leipziger befassen, wenn ich doch hier sehe, bei welchen Gesellschaften ich glatt durch die Tür komme? Also rede ich halt mit denen und gucke mir die Produkte genauer an. Oder hier die mit Prämienzuschlag, das ist ja auch keine echte qualitative Verschlechterung. So, jetzt haben wir diese Voten. Diese Voten, diese Annahmeentscheidungen, wie gesagt, verbindlich, die können Sie ja auch bekommen, wenn Sie einfach so Versdiagnose benutzen. Versdiagnose ist ja kostenfrei, steht Ihnen zur Verfügung, Sie können sich einfach registrieren und genau das tun. Jetzt wollen wir aber eine Dunkelpolizierung machen. Und deswegen haben wir unten einen Knopf, den es sonst in Versdiagnose nicht gibt. Den gibt es nur über diesen Weg in meinem MVP. Zurück zur FB-Expert. Und jetzt passiert zum zweiten Mal Magie, weil jetzt übernehmen wir diese Voten, diese Annahmeentscheidung mit in die Tarifliste, in die Tarifberechnung in FB-Expert. Deswegen wird jetzt die Liste einmal neu berechnet, weil wir haben ja Prämienzuschläge, Klauseln und so weiter. Das wird jetzt hier schön alles hinterlegt. Und jetzt
haben wir hier finale Prämien. Wir haben jetzt hier finale Prämien und Sie sehen, der HDI, ich weiß nicht, ob Sie das eben sozusagen für sich gespeichert hatten, der HDI ist jetzt abgerutscht, der stand eben noch auf Platz 1. Aufgrund des Prämienzuschlags ist diese Prämie erhöht worden und das beinhaltet jetzt diese 20% oder 25%. Sie haben jetzt finale Prämien. Das heißt, Sie sind nicht mehr im, ich sag mal, im ungenauen Bereich unterwegs. Sie können dem Kunden die Zahlen klar vor Augen führen. Sie haben sie auch klar vor Augen. Und, das werden Sie gleich hinten raus sehen, Sie müssen nicht auf irgendwelchen Anträgen und mit irgendwelchen Angeboten von Hand einen Prämienzuschlag da drauf kalkulieren und da drauf schreiben oder sowas, sondern der ist da drin. Und das macht die Sache natürlich total schön. Hier haben Sie jetzt rechts die ganzen Wunden stehen. Ich gucke mal, hier hat man eine Klausel. Wenn Sie da draufklicken, ich nehme mal die hier, dann können Sie sich auch hier nochmal die Klauseln angucken, falls Sie vergessen hatten, was da stand. So, jetzt haben wir also finale Prämien und wissen, welche Gesellschaften nehmen zu welchen Konditionen dieses Risiko an. Schon mal sehr schön. Jetzt drehen wir die Komplexitätsschraube noch ein bisschen weiter, bleiben aber trotzdem ganz einfach in der Anwendung. Viele Kunden haben ja eine BU, schon aus alten Tagen. Ja, also ich hatte jedenfalls immer irgendwie Kunden, die sind irgendwann mal bei irgendeinem 3- oder 4-Buchstaben-Vertrieb vorbeigelaufen in jungen Jahren und haben so eine 500-Euro-BU abgeschlossen. Und da ist ja oft die Frage, was macht man mit dem Vertrag? Ja, macht man den jetzt platt? Deckt man den um oder nicht? Einerseits läuft er schon lange, ne, da ist der Kunde gesund drin, ich habe da kein Gesundheitsrisiko mehr. Andererseits, der geht vielleicht nur bis 63 oder nur bis 60 oder so, deswegen war der so toll günstig damals. Da habe ich also hinten raus eine Lücke, kann ich nicht so richtig einkalkulieren, was mache ich damit? Sie haben hier oben Zugriff auf die Alttarifdatenbank von Frank und Bomberg. Sie können hier den Tarif des Kunden hinzufügen. Klicken Sie einfach drauf, wählen Sie aus, zum Beispiel die BU. Und ich bleibe es am Anfang des Alphabets, das ist ganz ohne Wertung bitte, ja, einfach nur alphabetisch. Sie können hier erstmal zugreifen auf sämtliche Gesellschaften des deutschen Versicherungsmarkts seit Mitte der 90er Jahre. Ja, hier ist alles drin, was es irgendwie mal gibt und gab. Wie gesagt, ich bleibe jetzt einfach da oben. Und dann können Sie hier auch entsprechend in die Historie reingucken. Vielleicht ist es ein Vertrag von 2016. Und dann können Sie hier auswählen, welche Tarife es damals bei dieser Gesellschaft gab, wo eine BU drin sein könnte. Das sind also die sowohl Altersvorsorgetarife mit Butz oder Risikoleben mit Butz, die es damals gab, irgendwelche Startertarife, SBUs. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein ganz simples Ding. Und dann können Sie noch Daten ergänzen, die wir jetzt nicht haben können. Die müssen Sie beim Kunden erfragen, einfach weil die ja aus der Police oder dem letzten Nachtrag oder so ergehen. Und ich mache jetzt mal bewusst etwas plakatives Beispiel. So eine 500-Euro-BU-Rente bis 63, wo man nicht so richtig weiß, was soll das. Sie müssen hier auch nicht alle Daten angeben. Das ist eben Kosmetik für die Darstellung. Deswegen lasse ich jetzt die letzten zwei mal weg. Drücken auf Übernehmen. Und jetzt haben wir den Tarif, den der Kunde selber schon hat, einfach in die Betrachtung aufgenommen. Denn was wir auch für die Alttarife haben, ist die Qualitätsbewertung. Und das ist natürlich verkäuferisch, wenn man das will, wenn man in die LV-Umdeckung gehen will, total hilfreich. Und jetzt gehen wir mal in den Vergleich. Ja, ich nehme also den Vertrag, den der Kunde hat, und ich nehme hier einfach die ersten zwei, drei Verträge mit einer Annahmeentscheidung, einer positiven, und drücke auf Übernehmen. Und jetzt sind wir im Tarifvergleich. Im Tarifvergleich, der sieht so aus. Nicht spektakulär, trotzdem wunderschön, ja. Aber den Tarifvergleich kennen Sie, brauche ich nicht erklären. Auch den können Sie wieder gestalten. Wir haben hier zum Beispiel Werte, die fände ich jetzt nicht schön, weil da ist sozusagen kein Inhalt, weil die Tarife das nicht können. Also Kapital, Todesfallleistung würde ich jetzt mal ausblenden. Gehen Sie wieder hier oben in Ansicht, genau das Gleiche. Und entfernen die hier einfach Kapital und Todesfallleistung bitte raus. Das können Sie speichern, dann merkt er sich das wieder und dann haben Sie diese Ansicht. So, und jetzt können Sie hier drin auf verschiedene Weise verkäuferisch spielen. Einmal rein darstellungsseitig und dann auch, was die Fachlichkeit angeht. Also, wenn wir uns das hier unten angucken, Sie sehen hier zum Beispiel Preise und vielleicht fällt der Volkswohlbund jetzt raus, weil der ist halt einfach zu teuer. Dann haben Sie hier oben immer so eine kleine Mülltonne. Wenn Sie da draufklicken, ist der Tarif weg. Und der ist nicht ganz weg, also nicht kaputt, sondern Sie können sich den wiederholen, einfach einmal eine Seite zurück und den Tarif wieder mit auswählen. Und dann können Sie hier jetzt einfach die Darstellungsreihenfolge verändern. Wenn wir beispielsweise den HDI in der Mitte stehen haben wollen, können Sie einfach über diese kleine Schaltfläche hier rüber und ziehen sich den halt in die Mitte. Dann können Sie den hier oben noch bunt machen.
ja, vielleicht alte Verkäuferschule, drei Varianten, Zielprodukt in der Mitte. Das ist hier eben ganz einfach möglich. Sie können die Sachen einfach so hin und her schieben, wie Sie wollen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, in den Detailvergleich zu gehen. Das, was Sie hier sehen, ist ja ein grober Vergleich. Wir haben hier oben eine grobe Qualitätsbewertung. Wir haben das Rating von Frank und Bornberg. Wir haben diese Profilerfüllung. Und dann haben wir hier unten eben einen Preis. Diese Profilerfüllung, habe ich ja eben gesagt, ist eigentlich ein etwas detaillierterer Qualitätsmesser. Aber wir sehen ja, HDI und Ergo sind beide bei 88%. Was heißt das eigentlich? Wenn Sie das sehen wollen, können Sie hier oben links auf Erfüllung gehen. Klicken Sie da drauf. Und dann kommen Sie in diese Ansicht. Und der ein oder andere kennt das hier. Das ist der FB-Vertragscheck, das mit Abstand am weitesten verbreitete und erfolgreichste Vermittlertool im deutschen Versicherungsmarkt, die Möglichkeit, zwei oder drei Verträge qualitativ miteinander zu vergleichen, und zwar bis ins letzte Detail hinein. Dieses Programm ist hier verbaut. Sie können es sich entsprechend angucken, und was Sie hier haben, ist links immer die jeweiligen Prüfkriterien und dann in dem jeweiligen Produkt die Bewertung dieses Produktes in Bezug auf das Prüfkriterium. Total differenziert auf einer Skala von 0 bis 100. Und das ermöglicht natürlich eine enorme Differenzierung. Hiermit kann man natürlich einen Kunden wunderbar erschlagen und auch einen Vermittler. Wenn man das nicht will, wenn man vielleicht nur spezifische Sachen rausgreifen will, dann haben Sie ja auch ein Suchfeld, da können Sie Themen eingeben, zum Beispiel Umorganisation oder so. Dann bleiben eben nur die Kriterien stehen, in denen es um Umorganisation geht. Und dann sieht man zum Beispiel, dass das Bestandsprodukt vielleicht die eine oder andere Lücke hat, neuere Produkte nicht haben. Sie haben aber natürlich auch die Möglichkeit, systematisch zu filtern und nicht nur hier oben die Gesamtwertung sich darauf zu beziehen, sondern zum Beispiel eine Stärken-Schwächen-Analyse zu machen. Also zeige, wo sind die neuen Produkte besser oder schlechter als die alten. Ja, und dann sieht man, an allen möglichen Stellen ist es viel besser, aber man sieht auch, es gibt auch neuere Produkte, die können Sachen nicht so gut. Und das ist ja vielleicht auch sinnvoll, jedenfalls wenn Sie in der Umdeckung sind, ne? Dass Sie darauf entsprechend hinweisen. Logischerweise können Sie das auch alles dokumentieren. Ich würde das an der Stelle ein bisschen abkürzen. Wenn Sie wollen, können wir entsprechend Fragen dazu haben, dann können wir da auch gerne im Nachgang nochmal drauf eingehen. Aber erstmal, dass Sie es gesehen haben, dass das hier eben inklusive ist und möglich ist. So. Kommen wir wieder zur Verkaufsrealität. Ich habe es relativ häufig erlebt, dass egal wie gut meine Vorschläge beim Kunden waren und egal ob es ein Vorschlag war oder ob ich gleich drei Varianten mitgebracht habe, der Kunde dann am Ende sagt, das ist total toll, aber ich hätte gerne noch mal eine Kombination aus B und C. Wir kommen also zum Thema Varianten berechnen und darstellen. Und das ist ja durchaus lästig, ne? Man muss Angebote berechnen, muss die halt irgendwie in eine Übersicht zusammenbringen, muss das transparent machen, und dann sagt der Kunde, ja, super, ich hätte gerne noch mal irgendwie anders, und dann klickt man wieder rum. Und auch das versuchen wir für Sie einfacher zu machen, indem Sie hier an Ort und Stelle Varianten berechnen können. Sie haben hier oben an den Tarifen immer so ein kleines Plus, und wenn Sie da draufklicken, dann wird der Tarif kopiert. Ja, jetzt haben wir hier den HDI zweimal nebeneinander. Und jetzt können Sie hier unten in die Vertragsdaten reingehen und den nochmal umberechnen. Also jetzt, ich mache jetzt mal ganz simpel 1750 Euro. Ja, vielleicht sagt der Kunde, es war mir zu teuer. Dann drücke ich Speichern, und dann wird dieser eine Tarif an Ort und Stelle neu berechnet, inklusive des Prämienzuschlags. Also diese Prämie, die Sie jetzt hier haben, die hat berücksichtigt das Votum mit den plus 25% oder was das waren. Und dadurch verhindern Sie, dass Sie eben nicht vergessen, wenn Sie dann nochmal andere Varianten berechnen, da irgendwie wieder den Prämienzuschlag drauf zu rechnen, oder dass Sie dann auf irgendwelchen PDFs mit dem Stift rumschmieren müssen oder hinten beim Antrag da irgendwelche Prämien korrigieren müssen oder solche Geschichten. Und das können Sie jetzt beliebig oft machen, mit Baustein, ohne Baustein, noch eine AU-Klausel rein oder so. Und das geht auch in allen Produkten, geht auch in der Wohngebäudeversicherung oder so, ne? Mit Elementar, ohne Elementar, was kostet das? Hausrat, mit Fahrrad, ohne Fahrrad, Rechtsschutz, mit Beruf, Immobilien, was auch immer oder ohne. Varianten berechnen, ne? Und Preisunterschiede aufzeigen, will ich das haben oder will ich das nicht haben. Das geht hier total einfach an der Oberfläche, ohne dass ich so viel vor- und zurückklicken muss und so weiter. Ja. So, jetzt nehmen wir eine Variante. Ich bleibe jetzt einfach bei der hier. Und jetzt wollen wir in den Abschluss gehen. Das heißt, wir klicken hier oben rechts auf Antrag erstellen. So. Und jetzt wird es gleichermaßen ein bisschen trocken
Und total cool, weil jetzt erzeugen wir einen Antrag und verschicken den. Und das ja, ist ja sozusagen der unspektakulärste Teil im Verkauf. Aber da steckt natürlich total viel drin aus prozessualer Sicht, was auch den Vermittlerbetrieb und Sie als Vermittelnde einfach ja, nerven kann, was fehleranfällig ist. Was ist unser Ziel in dem, was wir jetzt tun? Unser Ziel ist Fire and Forget. Wir wollen, dass wir einen Antrag so fertig machen und zur Gesellschaft schicken, dass es keinerlei Anlass für Nachbearbeitung gibt. Wir wollen Anträge ohne Nachbearbeitung, die sofort poliziert werden können. Das ist das, was wir wollen. Und das ist das, was wir jetzt tun. Hier hat sich gerade so ein kleines Rädchen gedreht. Wir haben kurz mit der Gesellschaft telefoniert und jetzt wurden hier diese Unterlagen, die Antragsunterlagen erzeugt. Die könnten Sie jetzt runterladen und als PDF weiterverarbeiten. Das zeige ich Ihnen aber gar nicht, wie das geht, weil das wollen wir nicht. Ja, wir wollen ja digitales Geschäft. Sobald Sie ein PDF verarbeiten und in irgendeine E-Mail stecken, sind Sie in der analogen Welt und dann ist eine Dunkelverarbeitung oder dergleichen nicht möglich. Wir wollen also gleich in die Antragsvervollständigung rein. Wichtig ist vorneweg, Sie müssen, und Achtung, das ist eine Fehlerquelle, Sie müssen einmal hier das Risikoprüfungsprotokoll erstellen. Sie müssen da draufklicken und hier bestätigen. Und jetzt wird die Risikoprüfung, die wir vorhin gemacht haben, sozusagen finalisiert. Und der Name des Kunden kommt auf das Protokoll, die Risikoprüfung vom HDI. Die Gesellschaft weiß davon noch nichts, das ist immer noch anonym. Die Gesellschaft weiß davon erst, wenn sie am Ende auf Senden gedrückt haben. Aber das ist wichtig. Wenn man das vergisst, dann glaubt man, man hat einen digitalen Abschluss gemacht, dann kommt aber doch eine Rückfrage, weil das Risikoprüfungsprotokoll fehlt. So, hier ist es. Ne? Sie können das jetzt hier runterladen. Kann ich ja mal eben machen, können wir uns gleich angucken. Und dann haben wir hier weitere Unterlagen drin. Das sind irgendwelche Marketingunterlagen oder so von der Gesellschaft. Sie können hier unten dokumentieren. Können Sie, müssen Sie nicht. Wenn Sie da draufklicken, haben Sie die Möglichkeit, hier eine eigene Dokumentation zu erstellen mit entsprechend Kundenwunsch, Ihrem Rat und der Empfehlung. Sie haben die Möglichkeit, eigene Dokumente hinzuzufügen, hochzuladen, einen Maklerauftrag oder sowas, wenn Sie wollen, müssen Sie aber nicht. Das hier ist sozusagen formal wichtig. Sie können dem Kunden einmal das ganze Unterlagenpaket kurz per E-Mail zujagen, einfach damit Sie vor Abschluss einmal Unterlagen ausgehändigt haben. Das ist ja eine grundsätzliche Anforderung. Genau. Was wir jetzt machen ist, wir machen jetzt den Antrag fertig. Dazu klicken wir auf Antrag vervollständigen. So, die sogenannte Antragsvervollständigung, ein schönes deutsches, kompliziertes Wort, sieht immer gleich aus. Das, was Sie jetzt hier sehen, ist jetzt für BU HDI. Das sieht aber exakt genauso aus, wenn Sie einen Hausrat bei der Württembergischen machen oder einen Schatzbrief bei der Allianz. Ja, oder was auch immer, oder irgendwas anderes. Wir wollen, dass es für Sie so einfach ist, wie es irgendwie geht, Geschäft zu unterschiedlichen Gesellschaften zu bringen. Und deswegen haben Sie hier die Möglichkeit, oder deswegen haben wir hier für Sie, die ganzen unterschiedlichen Anträge und Dokumente und Prozesse der Gesellschaften unter die Oberfläche gelegt und für Sie eine immer gleiche Maske mit der immer gleichen Logik obendrauf gelegt. Was ich jetzt mache, müssen Sie nicht tun. Ich muss hier auch noch meine Mailadresse eingeben, damit ich hinterher den Antrag, den wir gleich erzeugen, wieder rausfischen kann. So, das müssen Sie nicht tun, nur ich muss das jetzt machen. So, und zwar haben wir hier jetzt letztlich die Felder, die die jeweilige Gesellschaft verlangt, mit einer Formatprüfung, damit die Gesellschaft weiß, wenn dieser Antrag kommt, dann poliziere ich den. Ich muss da nicht reingucken, da ist alles drin, das ist plausibilisiert, das ist vollständig. Kann nichts passieren. Sie können sich das so angucken. Sie haben hier so eine Navigation, da sehen Sie, was noch fehlt. Ich liebe diese beiden Schalter hier. Wenn Sie die beide aktivieren, dann sehen Sie wirklich nur noch die Felder, wo Sie jetzt noch was reinschreiben müssen und der Rest bleibt außen vor. Hier brauchen wir also eine Staatsangehörigkeit. Hier brauchen wir eine Einzelfallentscheidung. Hier brauchen wir eine Zahlungsart. Machen wir mal einfach Überweisung. Hier lohnt sich übrigens. Ja, genau. Ne? Das ist so ein Beispiel für, es lohnt sich die Datenpflege. Genau. Ich blende die Felder mal kurz wieder ein. Lohnt sich Datenpflege in meinen MVP? Ich habe jetzt hier Lastschrift ausgewählt. Er hat sich jetzt hier automatisch die Bankverbindung gezogen, die in meinen MVP für den Kunden hinterlegt ist.
Deswegen immer dort alle Daten pflegen, die Sie haben. Das macht es Ihnen hier leichter. Ansonsten müssen Sie jetzt gucken, ne, haben Sie die Bankverbindung oder den Kunden fragen oder so. Das finde ich persönlich super charmant. Lassen wir es gleich mal so. Grenzen das wieder ein auf alles, was noch fehlt. Und jetzt haben wir hier noch ein Bezugsrecht, Standard und eine Vermittlernummer. Fertig. Jetzt drücke ich Antrag erstellen. Was jetzt passiert ist, der Antrag wird erzeugt, der HDI-Antrag, und er wird vollständig befüllt und er wird gleichzeitig plausibilisiert, bekommt also, so können Sie sich das bildlich vorstellen, so eine Art Stempel. Hier ist alles da. Ja, hier lieber HDI, brauchst du nicht mehr reingucken. Das kann mal 3 Sekunden dauern, mal 13 Sekunden dauern. Und jetzt sind wir fertig. Wir haben jetzt hier wieder die Möglichkeit, alle Unterlagen runterzuladen und manuell weiter zu verarbeiten. Das lassen Sie bitte, weil das war gestern. Ja, wir wollen digitales Geschäft. Es geht aber natürlich. Wenn Sie also mal Bedarf haben, weil Ihr Kunde in der Pampa wohnt und kein Internet hat oder sowas, dann haben Sie jetzt, können Sie hier die Unterlagen runterziehen und wissen, Sie haben wirklich ganz vollständige Unterlagen. Da fehlt nichts. Das Letzte, was jetzt fehlt, ist die Unterschrift. Und die machen wir jetzt auch noch drauf. Sie sehen hier oben rechts schon den Knopf, jetzt beantragen. Der ist noch gesperrt, weil wir brauchen eben diese Unterschrift. Also klicken wir mal da drauf. Und jetzt machen wir wieder einen kurzen Sprung. Wir springen jetzt in die EDOC-Box. EDOC-Box ist ein Online-Signaturdienstleister, so ähnlich wie InSign von IS2. Haben viele von Ihnen sicherlich schon mal gehört. Und wir sind jetzt in die EDOC-Box reingesprungen und haben hier die beiden Dokumente, die es zu unterzeichnen gilt. Und das machen wir jetzt einmal kurz. Ich gehe hier links auf den Stift. Ja, ich sehe, hier kommen diverse Fragen rein. Die klären wir gleich alle. Die können wir alle positiv beantworten. So, und jetzt haben wir hier den HDI-Antrag. Und Sie sehen, der ist befüllt. Hier ist auch noch eine ganze Menge nicht befüllt. Das sind die blauen Felder. Blaue Felder sind keine Pflichtfelder. Ja? Die können Sie einfach ignorieren. Die hätte der Versicherer gern, verlangt er aber nicht. Pflichtfelder sind die orangenen, das sind mindestens die Unterschriftenfelder. Manchmal gibt es noch Ort, Datum, was man ergänzen muss. Und dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können das jetzt mit dem Kunden am Bildschirm einfach durchlesen, von oben bis unten, und dann an der jeweiligen Stelle reinklicken und unterschreiben. Es gibt hier auch so Modi. Sie können zum Beispiel den geführten Modus wählen. Dann werden Sie sozusagen automatisch von Unterschrift zu Unterschrift geleitet. Und dann klicken Sie einfach hier in das Unterschriftenfeld rein. Und jetzt können Sie hier entscheiden, und bitte lassen Sie das alle, sonst versauen Sie mir hier sozusagen die Demonstration. Sie können jetzt hier entscheiden, ob Sie mit dem Kunden vor Ort am selben Tisch sitzen, im selben Raum physisch, oder ob Sie in einer Videoberatung sind, so wie wir jetzt gerade. Dann können Sie den Schalter umlegen und einen Gast zuschalten. Und das mache ich jetzt mal gerade. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich mein eigener Kunde. Und bitte den Kunden mal diesen QR-Code vom Bildschirm abzuscannen. Wenn ich das mache, werde ich einfach auf eine Unterschriftenseite geleitet von der EDOC-Box. Und Sie sehen am Monitor, und auch für den Kunden ist das transparent, das ist wichtig fürs Vertrauen, was jetzt passiert. Ich halte es mal in die Kamera in der Hoffnung, dass man das sieht. So sieht das aus. Das ist das Unterschriftenfeld, was der Kunde jetzt sieht auf dem Handy. Und jetzt kann ich ja einfach mit dem Finger eine Unterschrift reinzeichnen. Und gleichzeitig sehen Sie und der Kunde die am Bildschirm, sodass Sie also volle Transparenz haben, welche Unterschrift kommt wohin. Ich bestätige das kurz und die Unterschrift ist drin. Jetzt ist der Vermittler dran mit Unterschreiben. Ich hole mir also hier über den Schalter die Unterschrift zurück und könnte jetzt hier als Vermittler zum Beispiel auf Maus umschalten oder mit meinem eigenen Smartphone unterschreiben, wie ich will. Gehe auf Bestätigen. Jetzt ist wieder der Kunde dran. Ich schalte also wieder um auf den Kunden und Sie sehen, bei mir steht jetzt Warten und wenn ich hier umschalte, dann kommt bei mir die neue Eingabeaufforderung. Das funktioniert also ganz hervorragend. Muss man wirklich sagen, EDOC-Box funktioniert wirklich schön. So, muss auch kurz warten, bis das verarbeitet ist. Sehr gut, dann haben wir hier noch eine. Sitzen auch noch. Oh, hurra, es ist ein Fehler aufgetreten. Ich liebe die Live-Demonstration. Okay, Error. Wenn das passiert, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht für die Live-Demonstration, weil theoretisch kann das natürlich auch mal passieren. Wenn das passiert, dann warten wir mal kurz, ob er sich beruhigt.
So, also was habe ich gemacht? Ich habe die Seite neu geladen. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ich verlasse jetzt mal diesen geführten Modus und gehe in den manuellen Modus. Und da habe ich wieder das Unterschriftenfeld. Okay, alles klar. Kann passieren. Also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe einfach die Seite neu geladen. Ja, das hat jetzt offensichtlich in dem Moment funktioniert. Hoffen wir mal, dass sich das durchzieht. Genau, das ist sozusagen eine normale Fehlermeldung. Es wurden zu wenig Unterschrifteninformationen geliefert. Das kann passieren, wenn einer nur ein Kreuz macht oder ein Smiley oder sowas. Hoffentlich ist ihm diese Unterschrift nicht genug gewesen. Versuchen wir nochmal mehr. Und wie lange das dauert, dass er diese Unterschrift prüft, das ist sehr unterschiedlich. Manchmal geht es so, ich vermute, dass das was mit irgendwelchen Serverkapazitäten vorhanden hat. Zu tun hat. Manchmal dauert es eben so wie jetzt hier gerade ein bisschen länger. Ich hoffe, dass er sich jetzt nicht nochmal aufhängt. Sonst wäre das wirklich tragisch. Okay, hat funktioniert. Nächstes Feld. Bestätigen. Ja, so, jetzt sind wir wieder an Bord hier. Er springt jetzt immer automatisch zur nächsten Unterschrift. Ne? Ich mache die jetzt einfach schnell, weil wir uns damit ja gar nicht so lange aufhalten wollen. Und achte hier auch nicht auf Schönheit oder wer jetzt gerade das mit unterschreiben. Also Sie können damit eine Unfallversicherung mit vier versicherten Personen an vier verschiedenen Standorten plus ein abweichender Beitragszahler plus ein abweichender Versicherungsnehmer sozusagen in einer Session ausführen und können einfach immer hin und her schalten, wer jetzt gerade dran ist mit unterschreiben. So, hier haben wir noch eine. Und wie viele Unterschriften das sind, ist natürlich versichererabhängig. So, jetzt haben wir alle Unterschriften auf dem Dokument. Und schließen jetzt das PDF und gehen nochmal in das andere Dokument rein, weil das Risikoprüfungsprotokoll will ja auch noch unterzeichnet werden. Da ist es. So sieht das Risikoprüfungsprotokoll aus. Hier sind die ganzen Fragen drauf dokumentiert, der Versicherer ist drauf dokumentiert, die Risikoprüfungsnummer hier oben, die eindeutige, ist drauf und am Ende ist logischerweise vor allem die Annahmeentscheidung dokumentiert. Hier steht also der Zuschlag, die relevanten Risiken, die finanzielle Angemessenheitsprüfung steht hier und hier unten muss noch eine Unterschrift der zu versichernden Person hin. Das machen wir einfach auch mit der Maus jetzt schnell, dann haben wir das nämlich fertig. Jetzt, wenn Sie in allen Dokumenten alle Unterschriften geleistet haben, werden Sie gefragt, möchten Sie den Vorgang erledigen? Sagen Sie ja, dann sind Sie wieder in der E-Doc-Box und jetzt ist es ein bisschen kontraintuitiv. Normalerweise haben wir jetzt immer oben rechts auf Weiter geklickt. Hier ist es jetzt tatsächlich einmal so, dass wir zurück müssen, also und zwar nicht im Browser zurück, sondern im Tool zurück, hier auf diesen kleinen Pfeil. Das wollen wir noch schöner gestalten, aber so ist es aktuell. Und dann sind Sie wieder in dieser Übersicht. Und jetzt haben wir hier so einen grünen Haken, weil jetzt ist wirklich alles fertig. Sie können jetzt wieder die Unterlagen hier runterladen. Können wir einmal machen. Dann können Sie nachvollziehen, dass die alle unterschrieben sind und so weiter. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja eine digitale Beantragung machen. Und jetzt klicken Sie hier drauf, Tarif jetzt beantragen. Dann kommt eine Sicherheitsabfrage, weil es ab jetzt eben Geld kostet. Und dann bestätigen Sie das. Und dann können Sie den Antrag zum Versicherer schicken. Ich kann es nicht, weil ich gerade meine separate Mailadresse da eingetragen habe. Ansonsten würde ich nämlich jetzt einen Storno produzieren. Das ist der Abschlussprozess von vorne bis hinten durch. Wenn Sie da drauf geklickt haben, dann kommt so ein Abschlussbildschirm. Da sehen Sie dann die Antragsnummer und die Vorgangsnummer und haben damit einen Vertrag zur Policierung, jetzt in dem Fall beim HDI eingereicht. Ohne einmal die Plattform zu verlassen, mit, ich sag mal, leichten Medienbrüchen, ja. Dabei werden aber die Daten immer übergeben. Also Sie haben keine harten Medienbrüche, wo Sie ein Programm verlassen und in einem anderen Programm neue Daten eingeben, sondern Sie werden da so durchgeführt, und können eben Tarifberechnung, Tarifvergleich, Risikoprüfung, Variantenberechnung, Antragsplausibilisierung und Antragsunterschrift in einem Rutsch, wenn Sie wollen, in einer Session, in einem Termin mit dem Kunden machen und am Ende den Antrag abgeben und wissen, der kommt nicht wieder, nur in Form einer Police, und hoffentlich auf Ihrer Quotageabrechnung. Aber ansonsten sehen Sie diesen Antrag nicht wieder.
ohne Nachbearbeitung. Und das ist einfach, wenn Sie BU nicht nur einmal im Jahr machen oder überhaupt Biometrieprodukte nicht nur einmal im Jahr machen, sondern einmal im Monat, einmal die Woche oder einmal am Tag, ist es logischerweise eine gigantische Arbeitserleichterung, weil Sie dann einfach sehr viel weniger mit Antragsnachbearbeitung befasst sind, sehr viel weniger mit E-Mail-Ping-Pong, mit Gesellschaften befasst sind, mit irgendwelche Rückfragen zu beantworten, irgendwelche Fragebögen an Kunden weiterzuleiten, die wieder neu zu terminieren, um die Fragen zu besprechen und das zu beantworten und so weiter. Es geht einfach so durch. Das ist der digitale LV-Abschluss in der Biometrie. Und jetzt würde ich Ihnen noch zwei, drei Kleinigkeiten zeigen, zwei, drei Hinweise geben, bevor wir dann einmal auf Ihre Fragen eingehen. Ich schließe das mal hier und gehe mal zurück auf die Ergebnisliste. Es gibt bei uns zwei Varianten von digitalen Abschlüssen. Die fühlen sich für Sie gleich an. Da wollen wir hin. Die fühlen sich für Sie gleich an, sie fühlen sich nur für den Versicherer unterschiedlich an. Für Sie ist aber hilfreich, wenn Sie das mal gesehen haben. Wir haben in der Tarifliste auf der linken Seite dieses kleine gelbe E. Und dieses kleine gelbe E bedeutet, dass das möglich ist, was Sie gerade gesehen haben, nämlich ein voll digitaler Abschluss beziehungsweise eine digitale Antragsübermittlung an den Versicherer. Die Online-Risikoprüfung ermöglichen, sind hier drüben rechts gekennzeichnet. Wenn Sie beides haben, können Sie eben einen Antrag ohne Nachbearbeitung beim Versicherer einreichen. Ich gucke jetzt mal, ob wir hier... Hier habe ich es nicht. Genau. Es gibt einzelne Gesellschaften, die haben so ein gelbes E, das ein bisschen schwarz ist und was besonders schnell daherkommt. Das sind Gesellschaften, bei denen können Sie nicht nur einen digitalen Antrag ohne Nachbearbeitung einreichen, sodass er zur Polizierung direkt rausgehen kann, sondern hier können Sie direkt die Polizierung auslösen. Das habe ich jetzt nicht gemacht, bewusst nicht, weil dann brauchen wir sehr viel mehr Daten. Logischerweise, dann braucht man auf einmal so Sachen wie eine Ausweisnummer und solche Geschichten. Und da ich hier mit Fake-Kunden arbeiten muss, ich kann ja kein Storno produzieren hier, dann nerve ich alle, würde ich da jetzt in einen Fehler laufen, wenn ich das tue. Aber wenn Sie einen echten Kunden haben und eine Gesellschaft mit diesem Symbol nehmen, dann haben Sie eben wirklich die Möglichkeit, direkt auch die Polizierung auszulösen. Und je nachdem, wie schnell die technischen Services der Gesellschaften sind, kann es eben sein, dass Sie dann beim Kunden rausgehen aus dem Termin und der hat die Police schon in seinem E-Mail-Postfach. Ne? Das ist also dann der beschleunigte E-Antrag mit der direkten Dunkelpolizierung. Das geht im Biometriebereich, in der Berufsunfähigkeit. Es geht noch schon ausgebauter im Altersvorsorgebereich, in der privaten Altersvorsorge. Da können das inzwischen einige Gesellschaften, die Swiss Life, die Allianz, Stuttgarter, der HDI kann es, glaube ich, und noch einzelne weitere. Und weitere Gesellschaften sind gerade dabei, das zu implementieren. Das wächst also sukzessive. Es kommen sozusagen immer neue Gesellschaften dazu, die nicht nur eine digitale Beantragung, sondern auch eine wirkliche, echte Dunkelpolizierung ermöglichen. Und schneller geht es dann auch nicht mehr. Ja? Also dann ist wirklich, schneller geht es dann nicht. Das ist vielleicht das Wichtigste dazu. Was ich gerade schon gezeigt habe, sozusagen nebenbei, das möchte ich auch noch kurz sagen, weil das ist die häufigste Anwenderfrage, die wir bekommen, nämlich die Frage, wo ist ein Tarif? Ich habe gerade selber die Swiss Life gesucht und habe hier auch schnell durchgescrollt und habe sie nicht gefunden. Und das ist eine Anfrage oder eine typische, ich würde sagen 90% aller Fragen, die wir im Service bekommen. Im Kundenservice, wenn Vermittler anrufen, die fragen, wo ist ein bestimmter Tarif? Ja, dann ist die Antwort immer hier oben zu finden, über das Suchfeld einmal hier Swiss Life eingeben, richtig schreiben dabei, so zum Beispiel, und dann finden Sie den Tarif. Der war jetzt vielleicht eine Seite weiter oder sowas. Und wenn da nichts kommt, dann kann es auch sein, dass Sie hier den Filter mal umstellen müssen, nicht nur auf berechnete, sondern auf alle Tarife. Das ist jetzt in dem Fall unerheblich, weil nur dieser sozusagen da ist. Aber manchmal sind eben Tarife, können nicht berechnet werden, weil gerade irgendwie eine Wartung ist oder weil man fachliche Vorgaben gemacht hat, die jetzt irgendwie nicht zu dem Tarif passen, dann steht das da, gibt es so eine Fehlermeldung, warum der jeweilige Tarif gerade ausgeblendet ist. Ja, und that being said, sozusagen, das, was Sie hier gesehen haben, gilt für die BU, es gilt genauso für die Risikoleben.
Es gilt genauso für die Altersvorsorge und für alle anderen Produktbereiche, die Sie mit Franke und Bornberg nutzen können. Im Krankenversicherungsbereich ist es ein bisschen eingeschränkt. Im Krankenversicherungsbereich haben wir noch nicht den voll digitalen Abschluss. Da landen Sie sozusagen klassisch bei PDF-Anträgen, die Sie einreichen können. Aber hier geht es ja heute auch um den LV-Bereich. Probieren Sie es gerne aus. Wenn Sie meine MVP-Nutzer sind, dann steht es Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Sie verlieren also nichts. Versuchen Sie es mal, rechnen Sie mal Ihre eigenen Verträge, wenn Sie es noch nicht genutzt haben und fühlen Sie sich mal durch, machen Sie mal eine Risikoprüfung für sich selbst und dann probieren Sie es einfach mal beim nächsten Kunden aus, wie sich das für Sie anfühlt. Wir sind sicher, es ist eine enorme Arbeitserleichterung für Sie in der Verwaltung, vor allem in der Antragsnachbearbeitung. Ansonsten glauben wir auch, dass die Oberfläche endkundentauglich ist, nicht, dass der Endkunde die selber bedient, aber dass Sie die Oberfläche vor den Augen des Endkunden bedienen können. Sie können gemeinsam mit dem Kunden das ganze System durchgehen und der sieht da nichts, was irgendwie stört oder so, sondern Sie können es verkäuferisch nutzen. Das sind zumindest unsere Erfahrungen. Und ja, dabei wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Vielen Dank und einen schönen, erfolgreichen Tag Ihnen noch. Bis dahin.